You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words. Einen flauschigen Tag mit euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder, was heißt mal wieder, es gab jetzt schon längere Zeit keine News mehr in Fortnite. Jedoch ist es so, dass Fortnite auf Twitter einen Post rausgehauen hat. Es ist so, falls ihr euch in dieser kompletten Season noch kein einziges Mal den Battle Pass gekauft haben solltet, hat eigentlich gefühlt jeder, der V-Bucks hat. Ich habe ihn jetzt schon des Längeren hier durch. Also ich bin schon Level 357, bin bald Level 400. Vielleicht schaffe ich es noch diese Season, ich glaube aber eher mal nicht. Aber es ist so, falls ihr euch jetzt den Battle Pass kauft und über 100, also über Level 100 seid, kriegt ihr gleich alle Belohnungen freigeschaltet, ganz normal halt. Alles was ihr gibt, logischerweise kriegt ihr freigeschaltet. Plus erhaltet ihr 1200 V-Bucks. Das ist auf jeden Fall eine fresche Aktion. Ich habe es jetzt so verstanden, dass man plus, also die V-Bucks im Battle Pass, kriegt man an sich so schon, aber man kriegt nochmal 1200 V-Bucks obendrauf. Das heißt, ihr macht eigentlich einfach nur plus. Haben sich schon Leute aufgeregt, warum es erst nach 4 Monaten rauskommt. Finde ich auch ein bisschen schade, aber ja, was soll's. Ist eigentlich sonst alles wie gewohnt gewesen. Nur halt das für die Leute, die gedacht haben, ja, Battle Pass lohnt sich eh nicht. Können jetzt einfach 1200 V-Bucks nochmal kostenlos absahen. Ist eigentlich ganz nice. Und wenn ihr euch den kaufen solltet und den euch noch nicht gekauft haben solltet, könnt ihr gerne meinen Creator Code oder irgendeinen anderen Creator Code reinhauen und mit denen euch den Battle Pass kaufen. Ansonsten war es auch von der heutigen News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir eine positive Bewertung da. Wir sehen uns übermorgen am Mittwoch 15 Uhr zu einem weiteren Video. Haut rein und ciao, Leute.